und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mic Map Manager. Das ist immer wieder schwierig zu sagen. Was ich schon mal verraten kann, ist ja, es ist effizienter geworden, das Ernten jetzt hier mit gegülter Fläche. Ich habe gerade schon einmal abgetankt und es war in der Tat so, dass er bei den Runden, die ja dadurch, dass es halt der Innenbereich war, ja, dass wir die kurzen, kleinere Runden sozusagen mit jedem Mal fahren, trotzdem schon fast komplett voll war, nachdem er die zweite Runde gerade erst so angefangen hatte. Ja, ist also schon ordentlich durch die Gülle durchgefahren und jetzt sieht man auch, das geht jetzt ein bisschen schneller. Da vorne ist unser Güllefass, das ist auch gleich schon wieder leer, das trifft sich gut. Da müssen wir uns hier mal eben merken, wo wir sind. Ja, sehr gut. Dann müssen wir hier nochmal hin. Also Güllen lohnt in jedem Fall. Das sehen wir hier schon. Und vor allem der Dünger ist ja für uns hier kostenlos. Umso schöner. Was wir auf jeden Fall aber brauchen, ist ein stärkerer Trecker. Aber der kleine hier, eventuell sollten wir den jetzt schon tauschen gegen den T6. Da gucken wir gerade mal eben, damit auch mal langsam hier ein bisschen Investitionen losgehen am Hof, was das kostet. Weil solange wir die BGR nicht haben, brauchen wir keinen Jaguar kaufen. Wir müssen aber sehr viel jetzt auch hin und her fahren und brauchen trotzdem Frontlader, brauchen wir keine Zweiträger kaufen. Ne? Oder aber wir holen einen John Deere. Den kleinen Gebrauchten. Nur dann werdet ihr wieder schimpfen von wegen, ja, John Deere, bitte die richtige Gabel vorne dran. Da müssen wir gleich mal eben den PS oder die PS vergleichen. Aber es gibt ja viele John Deere-Fans da draußen, deswegen, ja, können wir das natürlich auch gerne machen. Der hier jedenfalls zu klein dafür. Ich weiß gar nicht, wo die Sachen hier stehen müssen, damit man die direkt verkaufen kann. 38.000, jawohl. Dann müssen wir noch den Frontlader verkaufen. Jawohl. So, und jetzt gehen wir zum Shop. Zurück. Traktoren. So. Der T4 kostete 64.000. 75 PS, 70 Euro am Tag. So, dann kommen wir hier. Hier ist der Frontlader John Deere. John Deere 65.000, 135 PS, 95 am Tag. Was hat der andere? Hat keinen Frontlader, hat stattdessen Frontanbringung. Ja. Der Class Axion, den sparen wir uns mal für später auf. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen den John Deere. Und dann geht das auch schon los hier. Bei euch ja sehr beliebt, diese Mod. Und ist auch eine fantastische Mod. Der sollte auf jeden Fall besser mit dem Güllefass klarkommen. Und ihr seht es da oben, ne, Körnermais. Da wir hier die Multispray-Mod ist das, glaube ich, ne? Nicht installiert und aktiviert haben. Können wir hier nochmal kurz vorher düngen. Ansonsten ist der Zug natürlich schon abgefahren. Das ist richtig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der ein bisschen besser zieht hier. Wie gesagt, eine wunderbare Mod auf Mod-Hoster natürlich. Wo auch sonst. Und ich kann nur hoffen, dass demnächst auch wieder alle anderen guten Mods bei Modhoster zu finden sind, da wo sie eigentlich hingehören. Und Modhoster, wie gesagt, die eine der wenigen Seiten, die sich wirklich an die Regeln hält, an Fairplay hält und ja, dadurch natürlich auch das eine oder andere Problem hat. Denn während, ja, weiß ich nicht, wenn irgendwo eine gute Mod auftaucht und die auf allen möglichen Ami, Russland oder irgendwas Seiten dann auftaucht und weiterverbreitet wird,
die kriegt man da definitiv nicht weggelöscht. Bei Mod-Host, da wird sie halt gelöscht. Ja, dann kann man sich halt aufregen. Ja, die sind halt keine. Gewisse Mods sind halt nicht beim Mod-Hoster. Ja, eben, weil Mod-Hoster sich an die Regeln hält. Und dann halt nur mit Erlaubnis und so. Dann wollen das wieder einige nicht. Und ach, das ist alles ein Drama. Ich kann nur hoffen, dass wieder die Community da sich an einem Ort zusammenfindet. Und ja, wir sehen hier, das sieht schon besser aus. Der zieht schon besser. Jetzt haben wir natürlich den Kurs nicht mehr. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Feldnummer 26. Startecke Südwest Richtung Nord. Vorgewende 2. Anzeigen alles. Und ich glaube, wir mussten dann. Na, schwer zu sehen. Ich glaube, wir mussten dann hier irgendwie noch das letzte Stück machen, oder? So, auf jeden Fall, der zieht natürlich jetzt besser. Und jetzt gucken wir mal. Ja, ich glaube, hier waren wir. Fährt sehr langsam beim Wenden, warum auch nicht. Ja, und da kriegen wir also ordentlich noch Mais-Sonderpreis raus. Jetzt wollen wir eben hier noch die Silage anfangen. Werden wir auf die anderen Dinge warten. Also ich erkläre das jetzt mal kurz, weil einige ja immer sagen, sie kommen nicht mit. Wir machen nebenbei so ein bisschen Silage, weil wir ansonsten uns die Tiere verhungern. Die Tiere bringen auch immer ganz gut Geld rein. So ist ja nicht. Sieht immer nach wenig aus, aber Kleinvieh, Achtung, ne, Wortspiel, macht auch Mist. So. Auch hier wäre vielleicht, hier wäre vielleicht die Investition in ein Frontmähwerk der naheliegendere Schnitt. Sehe ich auch ein, aber jetzt haben wir gerade mal das Combine hier so stehen, dann machen wir es erstmal so. Geht ja auch. Übrigens haben wir ja auch die Grünland-Mod drin, das heißt, ich kann auch theoretisch mein Getreide reinfahren und das dann entsprechend abmähen. Dann kommt halt Stroh dabei raus. Wenn das Getreide noch nicht reif ist und ich mache das, kommt wieder Silagematerial, glaube ich, raus. Ne? Irgendwie so. Auch eine fantastische Mod. Von wem? Richtig. Upside down. So, dann ab in Silo damit. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte hier ja gucken, wo ich hier herfahren kann, ohne dass ich alles kaputt fahre. Ich fahre ja hier ständig die Zäune und so kaputt. Was sicherlich bei euch ordentlich Aggro zieht. Und der John Deere ist fertig mit Gülle fahren. Sehr schön. Dann können wir den gleich wieder voll machen und dann die nächsten Felder damit güllen. Aber jetzt erstmal nicht alles auf einmal. Das hier könnte man übrigens auch mit Cosplay machen, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. So, wir holen jetzt auch mal eben das Frontmähwerk. So teuer ist das nämlich nicht und dann ist das auch ein bisschen einfacher zu lenken und zu steuern.
Doch, jetzt müssen wir es erst runterlassen, wie sich das gehört. Für 5 Riesen verkaufen. Und dann kaufen wir das neue für was auch immer. Wo ist es? Da ist es. Ja. Gut. Ja, prima. Können wir auch gleich abtanken. Gras haben die Tiere aber noch genug zu fressen, ne? Ja. Wo wir gerade hier sind, dann hätten wir das sonst eben einmal machen können. Und hier ist unser kleines schnuckeliges Silo. So viel brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht. So, jetzt nur ein bisschen die Zeit aufzufüllen. Und ich glaube jetzt 15.000. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig. So, gut vorglühen und dann gehen wir einmal hier wieder abtanken. Liebe Kinder und Jugendliche, nicht falsch verstehen. Das war keine Aufforderung, Alkohol zu konsumieren. Das ist aber auch hier ein Geschleudere und ein Gehampele. So, da hat er auch... Boah, was ein Timing, oder? Gucken, ob er jetzt reagiert und weiterfährt. Und wir müssen ja dann auch gleich noch zum Lager fahren und da den Mais auch verkaufen. Das könnten wir zum Beispiel in dem Moment machen, wo wir hier fertig sind, beziehungsweise die Maschine umsetzen müssen. Weil ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass wir das ganze Feld in eine Ladung reinkriegen. Das heißt, wir müssen da gegebenenfalls eh nochmal ran. Was ist hier denn passiert? Ist das da die Delle gewesen, wo ich eben reingefahren bin, oder was war das? Irritierend. Also, machen wir den mal eben voll und dann gehen wir mal eben auf Verkaufsreise dazu. Laden wir den richtigen Kurs. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wohin wollten wir verkaufen? Zu Getreide Werner. Also, Lager Werner, ne? Zack. Dann machen wir ihn voll und dann kann der schon mal eine Ladung verkaufen. Werden wir dann in der nächsten Folge sehen, was das bringt. Nicht am Lager vorbeigefahren? Nee, ne? Boah! Es ist immer sehr, sehr jackelig. Jackeline. So. Oh. Einmal rum und dann einmal unter das Röhrchen. Hoffe ich, dass ich alles mitkriege. Müsste aber eigentlich. Machen wir noch ein bisschen Leerfahrt hier. Ist auch ein bisschen blöd. Oder? Ja. Gut, also verkaufen von 30.000 fürs 60. Da sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Was macht er jetzt? Der will einfach nicht zum nächsten Wegpunkt fahren, der Schlingel.
Wahrscheinlich, weil die auf der gegenüberliegenden Seite dann näher waren. Machen wir es mal so. Jetzt hat er es, glaube ich. Jetzt hat er es. Gut. Wir machen da mal unser Krummet weiter hier. Mit dem neuen Mähwerk und sehen euch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Garderobe spielt. Mic Map Manager. Hier auf der Mic Map Region Zelle und Umgebung. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.